Du kannst nicht alle deine Videos mit einem Schlürfen beginnen, Timo. Das geht nicht. Und dann willkommen. Warte, ich bin jetzt verwirrt. Das habe ich nicht reingeschnitten. Preston, lass bitte drin, das ist lustig. Alle Leute, ich muss meine Pokémon heilen. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen kassiert. Alter, was geht denn da draußen ab, Junge? Ja, okay, auf jeden Fall, wir sind hier zusammengekommen. Wir sind hier. Wenn du das richtig erkannt. Es hat jemand geschrieben, es triggert, wenn ich die Supertränke benutze. Ich habe doch Tafelwasser oder Kumomilch oder so. Ich habe gar keine Kumomilch. Übrigens, ja, Shoutout raus an alle Leute, die das, ich weiß, es ist das Technikmuseum und nicht das Flugzeugmuseum, aber es geht hauptsächlich um Flugzeuge in Sinsheim kennen. Hast du die Kommentare gelesen, Junge? Alle kannten das. Alle. Also diesmal ist es sogar nicht mal also, so. Alle ist ja, aber guck mal, aber es waren echt viele. Aber wir haben sogar Zuschauer aus Sinsheim, deswegen ja. Hier Shoutouts. Ah nein, nochmal ein leeres Pokémon. Legen. Shoutouts an die Sinsheimer hier in unserer Community und natürlich auch an jeden anderen. Aber. Warte mal. Ist cool. Ja, erzähl. Eine Sache, die mich interessieren würde. Ja. Ich weiß zum Beispiel, der Pogeten kommt zum Beispiel aus Luxemburg oder er wohnt in Luxemburg. Und mich würde jetzt mal interessieren, wenn ihr es sagen wollt, wo wohnt ihr? Ihr könnt natürlich auch im Bundesland sein, ihr könnt sagen, wenn ihr gar nicht in Deutschland wohnt, wo ihr wohnt, Schweiz, Österreich, Luxemburg, Niederlande, vielleicht seid ihr gerade Italien. In den USA, macht dort einen Austausch. Das, ja, genau. Es gab auch schon mal ein paar Leute aus der Community, die Auslandsjahr in Neuseeland gemacht haben. Richtig. Oder auch in Südamerika und sonst was in der Art. Also, Südamerika, Preston, bist du ja verrückt. Schon. Südamerika existiert gar nicht. Ja, richtig. Weil die Erde ist flach. So ist das. Gut, dass wir das geklärt haben, Timo. Das geklärt haben, Timo. Du als Geografie-Profi, Ich bin tatsächlich wirklich, Alter, guck mal, der DJ Zompex. Ich bin tatsächlich ja, wirklich weiß, ziemlich gut in Geografie. Ich kenne dich ja, deswegen habe ich das auch gesagt. Das war ja nicht ironisch gemeint. Wir haben doch schon die ganzen Geografie-Quizzes gemacht, Alter. Ja. Als wir damals in Hamburg rumgelaufen sind. Mann. Okay, frag mich was, los. Ja, was denn? Keine Ahnung. Was ist die Hauptstadt von Marokko? Marokko? Von Marokko, ja. Ja, komm, was Realistisches, was man auch weiß, ne? Ja, in welche Richtung soll es denn gehen? Hauptstadtmäßig oder? Ja, schon hauptstadtmäßig. Nee, Marokko weiß ich tatsächlich wirklich nicht. Was wäre es gewesen? Weiß ich gerade selber nicht. Hä? Ja, du sollst auf Sachen stellen, die du wenigstens auch weißt, damit du, ja, am schnellsten kannst du was richtig oder falsches. Ja, also, ich wusste es mal, aber ich hab's vergessen. Ja, dann frage ich was anderes. Ja, gute Frage, Mann. Ich bin gerade in der Sonic-Folge. Ich komme da nicht auf sowas. Present, jetzt komm. Frag du mich was. Ja, okay, Hauptstadt von Island. Reykjavik, ja, das ist ja easy, Timo. Das sind so halt Fragen, Alter. Reykjavik, bitte. Aber egal, wir sind. Ich merke gerade die ganze Zeit, dass ich in einem Drachenpokémon und einem Eispokémon drin bleibe. Er hat die ganze Zeit Weckruf eingesetzt, deswegen habe ich es nicht so als so schlimm empfunden. Du bist ein Profi. Aber wir machen jetzt hier kein Quizformat oder so. Sowas wäre halt echt mal cool. Generell. Eigentlich hätte ich Lust, Stadtland und Fluss mal, auch so mit dir eben ja, zu streamen oder so. Aber wir müssen natürlich noch ein paar andere Kategorien reinmachen, weil ich weiß, dass YouTuber. Du mich allein mit Flüssen würdest du mich halt richtig zerstören, weil ich halt kaum Flüsse kenne. Frag mich mit Flüssen. Hab ich was mit Flüssen? Wie gesagt, Flüsse, das war mein Kryptonit damals. Was denn? Was ist los? Antikraft, war das Antikraft? Timo? Ja. Oh. Was ist dein Switch-In für Celebi, Timo? Ja. Was ist dein Switch-In für Celebi? Ja, Finsterzahn, oder wie? Ja. Finsterzahn ist wahrscheinlich dein einziger Switch-In. Schauen wir mal, Finsterzahn zu attacken. Oh, ja. Och nein. Ja, du kannst dich mit Gedankengut hochboosten. Das ist dein einziger Play. Das ist dein einziger Play. Aber ist ja halt die Frage, ob es dein Play ist, erstmal vorher was zu opfern. Ich hab noch vier Zauberblätter. Aber hast du Yonago-Beeren? Schauen wir mal, ob wir Benny haben. Okay, hast du irgendwie. Nee. Ether hast du, Safe Call. Nee, ich habe eine Elixier. Ah, doch, einen Top-Ether. Einen Top-Ether hast du. Also, ja, ich glaube, das ist der einzige Play. Ich weiß nicht, wie du sonst dagegen gewinnen willst. Aber es ist die Frage, ob du straight in Gardevoir gehen kannst. Ja, oder vorher was opfern musst. Ich denke schon, dass ich in Gardevoir gehen kann. Ja, doch. Okay. Wenn du das sagst, dann vertraue ich dir da.
Oh, die Celebi ist gerade richtig, richtig problematisch. Bodyguard, okay. Bodyguard, okay. Warte, Bodyguard, Antikkraft, okay. Jetzt geh erstmal auf Gedankengut. Erstmal komplett hochboosten. Würde es sich vielleicht lohnen, einmal Wunschtraum einzusetzen? Ja, wollte ich jetzt sowieso. Wobei, nee, lieber einen Trank, Junge, wenn er mich grillt, bin ich tot. Hast recht, hast recht. Das kann man jetzt hier nicht riskieren. Okay. So. Das ist ja richtig, richtig dumm. Die Kraft. Und der kriegt wieder die Wuß! Als ob, das kann doch nicht sein. Alter, wenn er crittet, haben wir so ein großes Problem. Aber er hat nur 5 Antikraft-AP immerhin. Alter, ich habe so Angst vor den Crits, Mann. Timo. Ein Crit killt mich auch auf Full Life, ne? Nein, killt dich nicht. Er ist auf plus 2. Ja, aber es ist nur eine Antikraft, das bekommt keinen Step oder so. Zauberblatt-Crit, meine ich. Ja, aber er muss ja erstmal auf Zauberblatt gehen. Bodyguard, okay. So, jetzt nochmal Gedankengut und so weiter, aber er müsste bald keine Antikraft-AP mehr haben. Alter, ich habe so Angst, dass er nochmal die Boosts bekommt, dann haben wir so ein krasses Problem. Jetzt wird Zauberblatt. Okay, wie viel Schaden macht das? Der Hagelsturm hilft halt richtig mit. Ja, extrem. Alter, jetzt musst du dich hochhalten. Wie viele Tränke hast du noch, Timo? Also, ich habe sowieso noch einen zur Verfügung. Warte, Hypertrank bitte. Hast du keinen Hypertrank mehr? Ich habe noch einen Zaubertrank. Okay. Timo, du brauchst auf jeden Fall Hypertränke. Ja, ich weiß. Boah, kein Crit. Okay, fliegst bitte sofort zurück nach diesem Kampf. Statt dich bitte erstmal aus. Bitte kein Crit. Okay. So, statt dich. Warte, ist das das letzte Pokémon? Ja. Ist das letzte Pokémon? Okay. Ja, sofort, flieg zurück, Alter. Alter, Team, ich hab grad richtig Angst. Ja. So, und das ist jetzt ein Thema. Und zwar wurde gesagt, Alter, Leute, ich finde das gar nicht so cool, dass ihr Sachen nachschaut. Wir haben uns ja darüber unterhalten gehabt. Das hat den Triarch gesagt. Dann haben wir uns nochmal darüber unterhalten gehabt. Und ein paar mehr Leute haben in die Kommentare geschrieben. Echt? Ich habe nur eine Person gesehen. Nee, ich habe ein paar mehr noch gesehen. Unter dem Video. Unter dem Video, wo wir darüber geredet haben. Meinten dann halt ein paar, ja, aber es macht halt auch ein bisschen die Challenge aus, dass man die Attacken nicht weiß. Und ich verstehe die Argumentation hundertprozentig. Aber ich, man muss das jetzt auch mal so sehen, schaut euch mal bitte an, wie die Challenge bisher war. Denn ist ja nicht so, dass dieses Spiel bisher gar keine Challenge dargestellt hat, sondern wir haben schon eine Todesbox, die zur Hälfte voll ist. Das ist true. Und wir sind noch nicht mal wie viele Orden haben wir jetzt? 6 Orden. Wir sind noch nicht mal beim 7., beim 8. Orden, wir haben noch nicht mal die Top 4, wo es halt richtig schwer wird. Diese ganzen Situationen haben wir halt noch gar nicht. Und unser Team ist halt aktuell auch jetzt nicht das Stärkste. Ja, und dann, das ist richtig. Man hat ja gerade eben gesehen, einmal ein Antikraft-Boost oder so, und das kann halt schon relativ schnell vorbei sein. Das ist halt richtig gefährlich, deswegen ist es schon gut so, dass wir vielleicht ab und zu mal nachschauen, wenn wir uns unsicher sind. Zum Beispiel bei der Groudon-Sache wusste ich schon, dass er Antikraft hat, aber ich musste halt wissen, ob er es wirklich hat, um da besser zu agieren. Und wir haben dann ja trotzdem mit Pokémon verloren, das war ja das Beste, wir haben ja trotzdem Glurak verloren, also nicht das Beste an der Sache, das aber war echt das Beste. Ja, aber einfach darauf bezogen, dass gesagt wurde, ja, aber dann ist es ja keine Challenge, wenn man nachschaut. Aber es ist ja weiter eine Challenge, wir verlieren ja trotzdem Pokémon. Ja. So, also, um eben nochmal kurz auf diese Situation einzugehen. Wie gesagt, ich verstehe die Argumentation, es macht es natürlich noch spannender, aber ich glaube, die Challenge ist schon sehr, sehr spannend. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Wusstest du, dass Superschutz, ich glaube, vom Value her mehr wert als Topschutz ist? Wieso? Ja, doch, kann achte sein. In der Schneeroute drauf, das sind 2 Routen, ne? Okay. Das sind 216, 217 und wir haben immer noch den fossilen Encounter offen. Na, ich hoffe, dass ich da nicht auf der anderen Route bin, Alter. Jetzt habe ich Angst. Weil, guck hier, warte. Hier ist 216 und hier ist 217, guck. Das bildet sich hier. Okay. Was wechsle ich in Groink ein? Oh, Groink ist gefährlich. Ja, ernsthaft, das ist halt echt gefährlich. Jo, früher hatte ich ein AV-Groink gespielt mit Fokusstoß und so. Das war echt cool. Glaubst du, Knut kann gut was tanken? Ja. Der hat halt eine okay Spezialverteidigung. Ich könnte Amoroso reinwechseln. Ich mut mein Knut, sage ich da immer. Ich habe Angst, dass er irgendwie eine Attacke dagegen hat. Und Amoroso ist halt noch nicht bei der guten KP-Range. Ha, das ist gerade echt nicht gut, die Situation. Ich habe mich gerade auch ein bisschen zu sehr auf deinen Kampf fokussiert. Das war auch nicht so gut. Also die Erholung, die war heftig. Aber die war richtig stark. War richtig strong. Strong wie sonst was. Okay, Amnesie wäre schon der Play, oder? Ich habe ja Genesung, stimmt, das ist richtig nice. Crits sind halt immer noch ein Ding, ne? Ja, ich weiß, es ist nervig, aber es kann mir schon mal die Situation erleichtern gegen das Ding. Also schon alles richtig, also ist alles gut. Siehst du, der geht sowieso auf Erholung und so. Was ich damit sagen möchte, ist, dass ich ziemlich cool bin.
Bist du das? Wirklich, Timo? Bin ich ja. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und hier später gibt es eine Hütte, wo du dich heilen kannst. Also, ich glaube, auf Route 200, Sprache lernen, Bubble. Route 217 ist es, glaube ich. Gut zu wissen. Danke, Timo. Gerne. Aber was ich gerade noch sagen wollte, erstmal muss ich mich kurz genesen. Junge, weißt du noch damals, Present, bist du schon hier oben? Weiß ich nicht. Das ist nämlich, bist du bei dem Trainer hier? Ja. Ja. Aber ich habe noch keinen Encounter gehabt. Ja, 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 gut. Also ich genau, bei dem ja, perfekt. Bin ich, ja. Okay, weil wir sind jetzt auf einer neuen Route. Und wir haben potenziell zwei Encounter, ne? Okay, weil ich gucke jetzt erstmal, ob ich genügend Tränke habe. Alter, macht der viel Schaden. Grit hat mich jetzt gekillt. Alter, Timo, mach jetzt nicht diesen. Ja, da kann ich jetzt nichts für. Okay, warte, das heißt, wir haben jetzt erstmal einen Encounter, ne? Ja, aber weißt du, was ich gerade sagen wollte? Ja. Nein, weiß ich nicht. Ich kann keine Gedanken lesen. Muss, glaube ich, hochheilen. Damals, als ich geschrieben habe, Alter, als ich im Part gesagt habe, yo, Leute, Nudeln mit Maggi ist der Shit. Richtig viele Leute haben auch gesagt, yo, Nudeln mit Maggi ist schon geil. Haben echt viele gesagt. Zwei Leute haben das gesagt. Nein, es haben wirklich viele gesagt. Ja, okay, gut zu wissen. Present hatet mich immer, Leute, wisst ihr. Ich hate dich halt nie. Hatet mich immer. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Oh, my friend. Was passiert? Ich hab mich hingeschaut. Kreide schreien Magnetbombe, Alter. Was ist denn Magnesone? Nochmal ein Halbtrank. Junge, was waren die also strong Pokémon? Spiegelsalbe? Ja, aber Kreideschrei ist doch physisch. Also macht ja, die physische und Kreideschrei macht die Verteidigung minus 2. Ja, die physische Verteidigung. Magnetbombe ist speziell, oder nein, nicht? Nein, Magnetbombe ist physisch. Was mache ich jetzt, Present? Soll ich einen Finsterzahn rausgehen? Aber Finsterzahn kann ich so angreifen. Aber ich glaube jetzt mittlerweile... Ich dachte so, Moment, geh doch nicht in deinen Feen-Pokémon. XD! So, Psychonese sollte jetzt hier killen. Ja, gut. Alter, okay. Ich hab hier echt Probleme die ganze Zeit. Und jetzt kommt ja noch ein Stolos. Ich hab doch gerade gesagt, ich hab Probleme gegen Stolos. Na, wobei, King. Der ist halt jetzt nicht der bulkigste, aber ich muss eigentlich im King Creepy rausgehen, oder? Ich weiß es nicht, Timo. Das ist deine Entscheidung. Okay. Ja, wenn das los. Habe ich keine Antifeuerbeere? Talzorn macht Spezialverteidigung minus 2. Okay, das ist nicht schlimm. Eine Fragia-Beere heißt die Present. Ja, die Antifeuerbeere. Die Fragia-Beere. Meinst du die Antiverbrennungs- ja, die oder die Ockerbeere? Ja, die okay, Antiverbrennungsbeere. Ja, die Antiverbrennungsbeere. Antifeuerbeere, wie auch immer. Fragia-Beere. So, warte, habe ich nichts, um meinen Burn zu heilen? Das ist ja richtig nervig. Ja, stimmt, am Rauhaut, oder? Nee, habe ich noch nicht meinen Hyperheiler? Er ist am Hagel gestorben. Alter, das ist ja richtig blöd. Ja, egal. Wir holen uns das mal so Kokosnuss auf den Kopf gefallen. Wo wir übrigens wieder was? Bei SpongeBob-Referenzen sind. Wie bist du jetzt gerade darauf gekommen? Weil ich gesagt habe, er ist am Hagel gestorben. Ah, okay. Das ergibt jetzt sogar Sinn. Ja, okay. Wo wir gerade bei SpongeBob-Referenzen sind. Auch im letzten Part angesprochen. Richtig viele Leute haben über SpongeBob geschrieben, ne? Ja, crazy. Ich hab Rolltappen. Hallo. Ah, good old times, Leute, good old times. So, was wollte ich sagen? Wo ist der Encounter? Also, wo ist hier ein Pokémon? Wo ist der Encounter? Brazzy, ja, keine Ahnung, frag ihn doch. Eine Wolkentafel, Junge. Ich hab irgendwo den besten Encounter auf der gesamten Welt versteckt. Aquana ist gar nicht mal so toll. Alter, die Route ist nicht einfach, ne? Die Route ist echt nicht einfach. Wolkentafel, Alter, Grüße gehen hier raus an meinen Arceus aus... von der LPP. Ja. Ich wollte sagen. Aus der LPP. Aus der XY. Guck mal, Elixier. Zeugs, was? Ich hab Elixier. Hier gibt's auch irgendwo eine VM, ne? Ernsthaft? Welche denn? Müsstest. Auflockern oder wie? Nein, auflockern haben wir schon längst verpasst. Hier, Kraxler. Ich dachte, haben wir schon längst genommen, mitgenommen. Aber wir haben es einfach verpasst, ja, richtig. Also, wir haben es nicht mitgenommen. Ja, dann sind wir ziemlich schlecht, muss man dazu sagen. Guck mal, der sagt jetzt, als ich mich durch den Schneesturm kämpfte, habe ich eine VM verloren. Hätte ich die versteckte Maschine Kraxler, könnte ich jetzt die Felswände hinaufklettern. Hey, was ist das? Du hast die VM gefunden? Ich hatte sie schon aufgegeben, aber du hast sie gefunden. Sie gehört dir, mein Freund. Setze sie gut ein. Ich mag deine Ehrlichkeit, daher schenke ich sie dir das hier. Und dann schenkt er ihm noch eine Frosttafel, Alter. Hat einfach eine Arceus-Tafel, Junge, du crazy Motherfucker. Sorry, muss ich Alter, ich habe Patroni bekommen. Ja, hast du sowieso deine Folge, also alles gut. Das ist dein Kanal, da können. Pimmel! Na, oh. Was ist denn los? Was? Hey, wo ist denn Kraxler? Was? So, da ist Kraxler. Vor allem nur 8 Kratzer, Leute. Okay, warte mal. Das heißt. Warte, ist das dein Encounter? Nee, ich dachte gerade. Ja.
Habe ich Kratzer gesagt? Kraxler. Ja, Leute, vor allem Kratzer, Alter. Richtig gute vor allem. Ich mag die sehr. Warte, Brit. Ist die Musik auf der Route die beste, die du je gehört hast, oder? Gehört mit zu meinen Lieblingsrouten. 216 oh. und 217. Okay, ja, ich finde die okay, also ich finde die gut, aber ich dachte jetzt, das ist so die krasseste. Ich muss was nachschauen. Hier, Grüße gehen raus an alle Leute, die sich getriggert fühlen. Ja, wir haben ja darüber geredet, ist schon okay. Also, ich will wissen, ob das eine Flugattacke kann. Aeroas bestimmt. Das sollte es zumindest können. Nee, was kannst du reinwechseln? Nicht. Kannst eben nicht. Zum Glück. Kirschi. Was kann es denn sonst? Hä, der kein Aeroas? Also ich find's gut, dass der er keine Aeroas hat. 42, der kann Agilität, Schlitzer, Schwertanz, Doppelteam. Okay. Timo, hier rechts ist ein Bandsticker. Ja. Also in diesem Haus. Und hier ist auch Gras. Lass mal direkt gleich da reingehen. Haha, ich wusste, dass es kommt. Mann, du bist so predictable, was dein Humor manchmal angeht. Du bist halt manchmal so predictable. Ich bin einfach cool. Muss man einfach jetzt mal so sagen, wie es ist. Manchmal lachst du über Sachen, die halt gar nicht mal so witzig sind. Aber die Leute lachen mit. Einmal ja, weil Pokémon du so eine komische Lache hast. Weißt du, du hast so eine ansteckende Lache. Leute, hast du mich gerade komisch betitelt? Nee, du hast eine. Hä, komisch ist doch was Positives. Eine komische Lache. Du bist richtig komisch, Alter. Ja, das Wort komisch. Ja, ich weiß. Aber also, das ist eine komische Lache. Ja, ist ja okay. Ich hab's ja verstanden, Preston. Hab alles, cool. Richtig gemacht, Mann. Aber meistens lache ich ja dann nicht mal ernst oder so. Ja, das stimmt vielleicht. Ja! So, jetzt hol dir mal den Bandsticker und dann. Hab ich schon längst. Rein da, oder was? Ja, ich bin jetzt gerade im Trainerkampf, weil ich dachte, du brauchst noch. Achso, ja, dann gehe ich da jetzt rein. Ein Kabutops! Alter, Wasser-Pokémon kennen wir ja gar nicht. Gestein-Pokémon. Auch stimmt. Stimmt. Gestein-Pokémon kennen wir ja gar nicht. Haha, wieso haben wir so viele Fossil-Pokémon? Okay, zwei, aber wieso haben wir so viele? Zwei Fossil-Pokémon, oder? Nee, Leute? Stimmt nicht. Wir hatten schon Vidi. Stimmt. Drei von sechs, das ist die Hälfte. Ja, da hast du recht. Du also bist der Burn. Mathematiker. Nee, stimmt auch wieder nicht. Drei von sieben. Aerodactyl kommt auch noch dazu. Stimmt. Simsala? Simsala ist so ein Fred in Simsala der. Simsala ist so ein nices Fossil-Pokémon. Ist so ein Fred in Gen 4. Ich muss, glaube ich, drin bleiben und auf Amnesie gehen. Junge, du Psychnese. Bist present. Oh, du Timo. Am Hagel. Als ob, nein, ich sterbe nicht am Hagel. 8 von 120 HP niemals. Wenn ich jetzt am Hagel sterbe, Alter. Mach jetzt nicht den, Timo. So, Simsala wird getroffen. Ich sterbe nicht am Hagel, alles safe, oder Knut, du stirbst nicht am Hagel? Ist alles safe. Junge, ich hasse dich so sehr, Alter, dass du da gegen einen Simsala mit 90 KP und du hast ein Amoroso in der Hand, was Full Life ist, so eine bessere Spezialverteidigung als... Nee, Amoroso hat nicht so eine viel bessere Spezialverteidigung, das sind vielleicht 5 Punkte oder so. Das kann ich nicht reinwechseln, das wird getoolt, K.O. Timo. Also das ist nicht der Play. Oh, Seja, das ist so dumm. Crit wäre dumm. Ein Crit wäre sehr, sehr dumm. Ich glaube, ich muss nochmal auf Amnesie gehen. Nein. Doch, weil, guck mal, was, wenn ich ihn jetzt angreife? Das würde nicht genügend Schaden machen. Und wenn jetzt Seja kommt plus Psychokinese, das tut richtig hart weh. Crit kann halt so oder so immer kommen, aber Psychokinese, was ist denn das jetzt hier? Vor allem dann eine erhöhte Crit-Chance. Das ist zwar physisch, aber, ja, okay. Mach nothing. Geh ja, für Antikraft. Meinst du? Ja. Soll ich nicht erstmal auf Genesung gehen? Ja, kannst du auch. Ist, glaube ich, ein bisschen safe. Oh, Gedankengut. Ja, okay, ich bin bei plus 4. Noch ist es okay. Ja, dann gehe ich jetzt auf Flammensturm, weil ich das burnen kann. Ja, das macht nichts. Dann gehe ich jetzt auf Flammensturm. Nein! Flammensturm kann ich burnen bekommen. Ah, nee, Frage ist. Ja, Gen 4. Der ist jetzt auf plus 2. Okay, ja, plus 2 passt. Kannst nochmal angreifen. Okay, wenn du das sagst. Oh! Das war gerade gefährlich. Wow, it's rewrite time. Ja, it's rewrite time, everybody. Oh Mann, das ist so dumm. Okay, jetzt stirb bitte am Haar. Alter, dieser eine KP, ne? Wenn ich da gestorben wäre, wäre ich so traurig. Hast dich halt, Alter. Okay, boah, Simsala ist so gefährlich. Okay, Leute, ich hole jetzt meinen Encounter. Bitte irgendwas Cooles. Wobei, wir haben so viele Fossilien. Ditto. Ja, ja. Ja, das ist so ein Kackpärchen, Alter. Mach einfach flüchten. Wir werden.
Presents. Timo Dupes. Nein, Timo Dupes. Wir können dann, ja, das wenn wir das nächste Mal Ditto oder Kabutops bekommen, können wir dann Dupes nehmen. Es ist nie der Play zu fliehen. Ich wünsche, dass ich nicht so cool wäre, aber ich bin halt einfach viel zu cool für diese Welt. Tut mir leid, Mann. Bei dir ist es ja irgendwie nicht so authentisch wie bei mir. Ja, ich habe vergessen, Bälle zu kaufen. Weil ich halt nicht so dieser Ekel bin. Ich bin halt nicht der selbstverliebte Timo, sondern ich bin halt der Present, der Trottel. Der es manchmal aus Meme sagt, aber es halt eigentlich gar nicht so meint. Und ich bin super. Ich habe nur drauf gewartet. So, warte mal. Weiß nicht, ich habe kaum noch Bälle, ist ja auch Fall. Lass den nächsten Counter doch nicht hier holen. Ja gut, dass wir das geklärt haben. Ich überlege gerade, was ich hier machen sollte am besten. Ja, einfach Hyperbälle einsetzen. Okay, hab's gefangen, immerhin. Hyperball, let's go, komm schon, berechtigt Speed, fast geklappt. Okay, Libeldra sollte handelbar sein, ich hab's gerade eben getaggt. Das wollen wir es einfach nicht benennen? Hä, doch, natürlich benennen wir die Pokémon. Aber schau doch mal. Du sagst selber, wir benutzen die nur für Dupes. Ja und? Und falls wir sie doch irgendwann benutzen sollten, können wir sie immer noch benennen. Oh, das macht viel zu viel Schaden, die Drachenklaue. Kann ich in Prosius gehen? Und ich fühle mich immer schlecht, wenn ich Leute benenne, wenn ich weiß, dass sie auf der Box vergammeln. Ja, aber sieh es mal so. Vielleicht werden sie sonst nicht benannt. Dann haben sie immer einen Platz auf der Box. Mann, was soll ich denn sagen? Ich kann es nicht auch verstehen, aber wer weiß, vielleicht gibt es auch immer eine Situation, wo wir uns sagen, da Ditto, Leute, richtig krass. Nee, wird es wahrscheinlich nicht geben, es tut mir leid, aber... ja, was soll ich jetzt sagen, Timo? Ich weiß nicht, Mann. Such dir einen Namen raus. Vielleicht jemand, der nicht so oft schreibt, aber trotzdem ein sweeter Boy ist. Junge, ich nehme Lucius. Alter, Lucius ist halt richtig, da er ist ein Kommentarschreiber. Kannst du nicht den machen? Ja, weil er ist Lucius, der Kommentarschreiber. Ja, aber kannst du nicht den machen? Aber ich liebe seinen Stopp, Namen. Stopp, ich habe, glaube ich, Lucius schon. Hast du Lucius schon benannt? Ich bin mir sehr sicher, dass ich ihn benannt habe, deswegen. Barreo hattest du auch schon, ne? Barreo? Ich glaube, Barreo habe ich dieses Soling nicht benannt, oder? Du hast den letzten Soling benannt. Kann sein, ja. Ansonsten nehmen wir einfach. Ja. Ah, genau den, okay. Warte, ich so jetzt einen lustigen Kommentar raus. Oh nein, ich habe gemissklickt. Ich wollte einen Hypertrank einsetzen. Oh, ich könnte vielleicht Prosius verlieren. Ich bin so dumm. Ich habe gemissklickt. Machen wir, tankst du doch oder nicht? Ja, aber Sandgrab kommt noch dazu. Tankst du auch noch? Plus Hagel. Aber boah, Alter, wenn ich jetzt Prosius verloren hätte, wäre ich richtig traurig gewesen. So, Sandgrab kommt. Ja, okay, alles gut. Ach, Alter. Weißt du, was dummer ich Mistkrieg. Auf 8 reimt? Schmacht. Spaß. Was? Du bist so blöd, Alter. Ah, okay, warte, was mache ich denn jetzt hier? Warte, ich könnte eigentlich auf Antikraft gehen, ne? Ja, eigentlich schon. Und Jan okay. Noch mal ein bisschen anschippen. Liebe Grüße hier, geht raus an Lanta. Lanta, du musst jetzt leider mein Kabutops sein. Lanta hatte nämlich den wunderbaren Kommentar, den kann ich mich noch erinnern. Eis mit einem Schuhlöffel gegessen zu haben, kann nicht jeder von sich behaupten. Das muss in den Lebenslauf. Und dafür bist du ein cooles... Ich meine, Kabutops ist ein cooles Pokémon. Ja, das stimmt. Present schuld, dass du nicht mehr mit ins Team kommst. Ich hasse dich, ne? Wie kannst du die Schuld auf mich schieben? Ah, XD. Ich hasse dich so sehr. Ich weiß. Ich kann nicht mal rausgehen, wenn der Sandgrab hat, ne? Ja, kann ich nicht. Kannst du nicht. Oh, ich kann es ja noch nicht mal fangen, das ist gerade richtig schlimm. Kannst du nicht. Warte, warum kannst du es nicht fangen? Ja, weil es nicht reingeht. Okay, wieso hast du jetzt da so gelacht? Ja. Nein, ich bin so ein Opfer. Also bitte, okay. Ich hasse dich. Voluminas! Du bist so schlecht, Alter. Meine alte Freundin von der Highschool. Weil ich kann da jetzt auch nicht mal einen Hyperball werfen, weil der erstmal fliegen. Aha, ich hasse mein Leben. Alter, ich finde mein Team irgendwie. Ich habe so das Gefühl, dass mein Team richtig scheiße ist, ne? Ich habe gegen jedes Pokémon Probleme. Timo, ich glaube, ich kann nicht mehr Prosius mehr aufheilen. Ich habe, glaube ich, meine 3 Tränke schon verschwendet. Oder? Habe ich 1, 2. Habe ich meinen 3. schon benutzt? Ich glaube nicht. Ja, ich will am Ende nicht dafür verantwortlich sein, dass wir eine Regel gebrochen haben. Oh, ich hasse mein Leben. Er geht auf Fliegen, das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf Knut. Und wechsle raus. Alter, jetzt geht er. Ah, hat er Flammenkörper, okay. Oh nein, oh nein. Timo, ich habe jetzt eine Option. Ich bleibe jetzt drin. Oh Gott! Was denn? Auf dem Sandgrab?
und versuche ihn noch einmal zu fangen. Er hat 1 KP und ist geburnt. Riskiere aber den Tod von Knut oder ich fliehe jetzt. Also fliehen würde ich sowieso nicht machen, weil du bist sehr viel langsamer. Also rauswechseln und ihn sterben lassen, den Encounter. Timo, was sagst du? Ich sage dazu. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Lantan, du kannst doch dann einen richtigen Pokémon werden. Okay, ich jetzt in Kanils. Sandgrab, ja, okay. Jetzt ja, aber war mein Play. Ich muss gleich unbedingt Lugia ins Team reinpacken, Alter. Ich habe gegen jedes Pokémon Probleme und habe nie einen Switch in. Ja, mein Team ist auch gerade nicht so super. Ich weiß echt nicht, was gerade los ist, Junge. Mein Team ist gefühlt richtig garisch. So Timo, Stärkeufer, bist du da ins Gras reingegangen? Nein, ich bin da noch gar nicht. Ja, aber das ist direkt. Ah, okay, ja, gut. Ah, ich will eigentlich. Ich glaube, ich brauche Tränke, bevor wir den nächsten Encounter machen, Timo. Ja. Das heißt, ich würde sogar fast sagen. Wobei, lass mal den Encounter nicht machen. Wir haben jetzt schon zwei, drei Encounter bei dir jetzt gemacht. Aber die Aufnahme geht erst 20 Minuten. Okay, warte, ich habe überhaupt gar keinen Progress in dieser Folge gehabt sonst. Ja, ich weiß, aber darf ich mich versuchen, hier durchzumogeln? Weil ich glaube, nach dem Stärkeufer sind wir da, oder? Ja, sind wir. Okay, komm. Bitte lass mich hier durchmogeln. Ah, ich muss ihn mal voll hochreißen. Was mache ich denn jetzt gegen Lederking Present? Muss ein Finsterzahn rausgehen. Alter, unser Team ist halt gerade echt nicht so stark. Oder ich gehe in Drahtschwill raus, aber der ist halt paralysiert. Wie viel Damage kriegt der Dreschflegel? Okay, passt. Timo, ich muss jetzt sogar Sinelbeeren einsetzen, weil ich keine Tränke mehr habe. Also ich habe noch Tränke, aber ich will keinen Hypertrank jetzt verschwenden für die KP. Ich mache dem einfach gar keinen Schaden, holy shit. Das ist natürlich ein bisschen doof. Dreschflegel macht halt mittlerweile so viel. Okay, komm, wir gehen jetzt noch mal für eine Citrobeere. Wieso wurde das überhaupt gemacht, dass Prüfen der allererste Slot bei dem Menü da ist? Dass man immer einmal runtergehen muss fürs Einsetzen. Das ist super schlecht gemacht, aber egal. Das ist echt schlecht gemacht, Mann. Keine ja, Grüße gehen hier raus an die Entwickler. Ja. Oh Gen nein! Oh, egal, du hast. Ah, nee, ist nicht egal. Der Kopfstoß, doch, ist egal. Aber hast du genügend Tränke? Ich habe schon einige Tränke benutzt. 2, glaube ich. Oh, Encounter, RIP. Ja, ich habe 2 Tränke schon benutzt. Das ist dumm. Ich habe Kokowai jetzt Encounter. Haben wir schon Owai oder so? Ne, haben wir nicht. Ich glaube nicht. Warte, Zen Headbutt, Abgangsbund. Abgangsbund ist halt gefährlich. Da ist der Konter. Oh mein Gott. Er hat kein Spiegelcape. Ich kann ihn gleich mit Surfer angreifen. Mein letzter Trank. Hat er safe kein Spiegelcape? Oder war Spiegelcape? Hä, ja, warte. Nee. Ja, aber jetzt kannst du ihn killen mit Knirscher, ist egal. Sicher? Der killt safe. Ja, Timo, das killt. Ah, ja, gut. Also, es killt normalerweise. Warte, aber bin ich überhaupt schneller? Ich war gerade schneller, ja, ne? Ist ja egal, weil ja, wenn der Abgangsbund einsetzt, ist nicht schlimm, oder? Oh ja, gut. Da habe ich keine nachgedacht. Ja, ich gerade schon. Wäre kacke gewesen. Wäre schon doof gewesen. Ja, richtig doof gewesen. Bist trotzdem auf Knirscher gegangen. Okay, jetzt gehen wir zum Kühnheitsufer. Stärkeufer meine ich. Mein Kokowai ist der Encounter. Oder Kokowai ist mein Encounter, so rum. Und wir haben ein Pflanzen-Pokémon. Können wir nicht, okay. Okay, jetzt fliehen und bitte versuche hier rauszugehen, weil ich ja, muss ich mich erstmal. Ja. Ich muss mich erstmal. Ah, hier ist noch mehr Gras. Ich gehe nach Hause. Ich möchte einfach nein! weg, Alter. Nächster Encounter. Ja, Krakelo. Warte, kannst du kurz warten? Weil Krakelo haben wir. Ja, nee, wir haben noch nicht Firmen oder so. Hilfe. Gesundheit. Danke. Okay, komm schon, ich schaff's, Leute. Alter, wenn das im letzten Graspatch gewesen wäre, das wäre richtig traurig gewesen. Okay, jetzt kann ich mir erstmal kurz was holen. Timo, rede mal. Warum? Weil meine Stimme gerade komische Faxen macht. Komische Faxen, oder wie? Ja. Okay, Leute, ich zeig euch einen neuen Wasser. Trick, den ich habe, okay? Machen kann, nicht habe. Okay, seid ihr ready? Wow, das war ein gutes Commentary. Ich habe einen Schluck Wasser getrunken. Ich habe gehofft, dass du gutes Commentary währenddessen leistest. Da wurde ich aber hart enttäuscht. Na, no, das ist maßlos übertroffen. Ja, gut, dass wir das geklärt haben. So, jetzt haue ich mir erstmal Hyperbälle rein wieder. Weiß nicht, ich habe auch keine Bälle. Jetzt hör auf die Bälle. Ja, also genug für ein Krakelo, denke ich. Oh, ja gut, du hast echt nicht so viele Bälle. Oh, drin. Ja gut. Na gut, warte, lass mich erstmal kurz hochheilen, aufheilen. Wo ist das Center? Alter, du brauchst ja 20 Jahre. Ja, Timo, ich habe auch gerade die ganze Zeit auf dich gewartet. Mit meinem Kogo weiter.
Ich fange nur geduldig. Junge, das waren 5 Sekunden, die du gemacht hast. Ich habe auch die ganze Zeit auf dich gewartet. Hä, das waren keine 5 Sekunden, geh mal nach Hause. Ja, das reicht an 7,2 Sekunden. Sorry, Press. Ich wollte jetzt. Schau dir die Aufnahme an, ich war mindestens eine Minute da drin. Mindestens. In dem Kampf. 2 Minuten. Mindestens. Oder? Könnte auch echt sein. Ja, locker 5. So. Ja, vielleicht noch die ganze Folge. So, wir haben ein Ninjask. Yes. Warte. Haben wir schon einen Kader gehabt? Nein, haben wir nicht. Okay. Oder, nee. Nein. Remy die ganze Zeit im Kopf, dass wir einen Kader haben. Nee, wir haben Panekon. Und Panekon erinnert mich irgendwie, wenn es auf der Box ist, an den Kader. Nee, das erinnert mich an den Kader. Das ist okay. So, was mache ich denn am besten gegen den Kader? Das ist halt so eine Glaskanone. Aber Kanilz sollte eigentlich einen Hit überleben, ganz gut von dem. Wow. Okay. Und auf Gigasauer gehen. Ich benenne Krakelo nach. Nach? Ja. Gut, dass wir es geklärt haben. Ernsthaft gähnst du gerade? Was ist denn los mit dir? Ich würde es wahrscheinlich rausschneiden, aber es ist richtig eklig, Mann. Nach Jesus Christus. Wir benennen. Dann ist es weiblich, okay? Ja, komm, geh bitte rein. Oh, nice, easy, catch! Oder Lisa. Auch Jesus Fist. Gut, dass wir das geklärt haben, oder? Oh, Porygon Z jetzt hier gegeben, Present. Ich liebe Porygon Z. Ja, ich liebe das Design von Porygon Z. Das ist so cool. Ich mag. Oh, guck mal, eine Frage ja wäre. allgemein, also ich liebe alle Porygon entwickeln vom Design her. Also wirklich alle, ausnahmslos. Die sind einfach nice. Die sind auch nice, da hast du durchaus recht. Ich benenne das Ninjask nach Annika. Nach Annika Zeich, ich habe das richtig ausgesprochen. Mit einem also, N? Mit einem und 2K, N. 2K, oder also, wie? Ja, geh nach Hause. So, jetzt haben wir noch mal Ninjask und Dingens da auf einem Krakelo. Krakelo ist echt gut. Ja, also Dings hier, ne? Du weißt schon Bescheid, Present. Krabums ist nice. Wusstest du, dass, wenn du an... Das ist so, ich glaube irgendwie so war das am Weihnachten, nach Blitzach gehst, dann ist dort Diamantschnee. Nee, das wusste ich nicht, das ist echt cool. Ich glaube, dass es an Weihnachten war oder an einem bestimmten Tag, glaube ich, also es kann auch sein, dass es nur ein einziger Tag war, wo es das gab. Das ist ein cooler Funfact. Leta King gegen Gastrodon tauscht. Warte, Present, ich habe einen Bummels. Warte, ich habe aber auch einen Gastrodon. Nee, ja, du hast Timo. Einen Bummels, oder? Ich glaube, du ja, hast ich einen Bummels. Ich wollte gerade sagen, du hattest gerade einen Leta King als Gegner. Ja, wir haben leider im Blitzach keinen Encounter, weil du kannst hier keinen Pokémon fangen. Als ob, kann man da nicht angeln? Nee, hier ist eine Wand. Ich habe es gerade getestet. War mir auch ja, schade. So, damit würde ich aber sagen, können wir eigentlich den Part beenden, ne? Damit würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Wir können nicht mehr noch schnell Bälle kaufen. Warte, haben wir jetzt als nächstes. Ja, egal, darüber reden wir im nächsten Part. Bis dann, tschüss.